Christian Hafeniger, gestern hast du schon Probleme mit der Vorsitzführung von Wolfgang Sobotka wie so oft gegeben. Jetzt gibt es eine Pressekonferenz der drei Fraktionsführer der Opposition. Was ist über Nacht passiert? Naja, es gibt zwei Themenkomplexe, um die sich eigentlich dreht. Die eine Sache ist die Vorsitzführung des Präsidenten, die mittlerweile nachweislich sehr parteiisch ist. Das heißt, immer wenn ÖVP-Proponenten vor dem Untersuchungsausschuss sitzen, wird mit allen Mitteln der Geschäftsordnung dagegen angekämpft, eine vernünftige Befragung durchführen zu können. Das ist das eine. Aber was wir schon länger gesagt haben, das Alois Mock-Institut, das eigentlich schon seit Anfang des Untersuchungsausschusses Aktenbestandteil gewesen ist, ist jetzt tatsächlich auch aufgeschlagen, insofern, als dass es offenbar Ermittlungen gibt, die natürlich auch den Präsidenten in seiner Unbefangenheit jetzt irgendwie einschränken. Jetzt fordert die Opposition geschlossen, dass der Präsident sich vom Vorsitz zurückziehen soll. Rechnen Sie damit, dass er es auch macht? Ja, ich kenne den Wolfgang Sobotka aus Niederösterreich, der wird wahrscheinlich einmal nichts machen, aber ich würde ihm trotzdem ganz, ganz dringend raten, dem Vorbild von Norbert Hofer zu folgen, der gesagt hat, wenn man Aktenbestandteil ist und wenn man Auskunftsperson ist, dann geht es nicht aus, dass man auch den Vorsitz dazu übernimmt, und das würde ich dem Sobotka auch dringend anraten, dass er es genauso macht. Gehen Sie davon aus, dass der Wolfgang Sobotka auch als Auskunftsperson im Untersuchungsausschuss zur Verfügung stehen muss? Davon gehe ich aus. Wir haben uns auch mit den NEOS und mit der SPÖ daraufhin verständigt, dass wir ihn vorladen werden.